Herzlich willkommen zu den DRP News für Dezember 2021. Los geht's wieder mit den erfreulichen Nachrichten. Ihr habt eurem Digital Retro Park Museum für digitale Kultur in Offenbach am Main im November die Gesamtsumme von 631,61 € gespendet. Die größten Einzelspenden darunter belaufen sich auf 30, 200 und satte 250 €. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön an euch alle da draußen und jetzt natürlich wieder im Speziellen die Namensnennung derjenigen, die bei ihrer Spendenüberweisung angegeben haben, dass ihre Namen genannt werden dürfen, als da gewesen wären: Benjamin Ellermann, Martin und Tanja Grölz, Manuel Hufer, Olaf Haug, Sven Eiermann, Andreas Organzidis, Dennis Paule, Falk Heinzelmann, Steffen Jachnow, Stefan Dirks und Miss Moneypenny. Euch sowie allen anderen anonymen Spendern dickes Dankeschön, denn ihr haltet in dieser ja momentan doch wieder deutlich schlechter werdenderen Zeit dem Digital Retro Park die Stange und damit bleibt das Museum auch weiterhin am Leben. Ja, Corona entwickelt sich gerade mal wieder in eine Richtung, in die wir es überhaupt nicht gebrauchen konnten. In der letzten Ausgabe der DRP News war zu hören gewesen, dass das Commons Café eventuell wieder öffnen würde. Nun, das eventuell können wir streichen, das geöffnet genauso. Es wird erstmal nicht der Fall sein. Und damit bleibt es bei unseren Öffnungstagen am Samstag, wie gewohnt, von 11 bis 17 Uhr. Neues von gestern gab es auch wieder. Es gab Hardware-Spenden an das Museum, ein Dragon 32, ein Apple iMac, eine Spielekonsole Interton VC 3000 und einen, jetzt spreche ich es mal richtig raus, Robotron ES 1834 plus Monitor. Ja, wieso sagt der ES, wenn doch da EC steht? Ja, ich habe mich belehren lassen, das C ist das russische S oder beziehungsweise andersherum. Auf jeden Fall, wenn man es korrekt ausspricht, heißt das Ding ES. Für diese tollen Spenden bedanken wir uns selbstverständlich ebenfalls. Zu Weihnachten wird es wieder eine neue T-Shirt-Kampagne geben. Wenn es soweit ist, werdet ihr entsprechend informiert. Am schnellsten geht das über unsere Homepage digitalretropark.net. Und grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass sich unser T-Shirt-Shop unter seatshirt.de/shop/drpmuseum stets über einen Besucher freut. Die Einnahmen, die hierüber generiert werden, gehen zu 100% in den Erhalt des Digital Retro Park Museums. Das wäre es nun in aller Schnelle schon wieder gewesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns mal in Offenbach im Digital Retro Park Museum treffen würden. Bis es soweit ist, wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.